Willkommen hier am Samstag. Oh mein Gott, das ist ja schon dunkel und es regnet hier. Vielleicht schneit es ja auch mal. Könnte durchaus passieren. Ja, also zweite Partie hier am ersten Bundesligaspieltag. Oder am 11. Spieltag der ersten Bundesliga, so rum. Das klingt, glaube ich, ein bisschen besser. Ja. Darmstadt gegen Ingolstadt. Ingolstadt ja mit einem Trainerwechsel bisher noch ohne Sieg. Darum will sich heute höchstpersönlich Mucke kümmern, denn der hat einen eh nicht schlechten Lauf. Ja, wir sind jetzt beim 11. Spieltag. Ich bin seit 10 Spielen ohne Sieg, also wäre das auch der 11. Spieltag dann. Ach, das ist auch, läuft, ne? Ja, das passt irgendwie, das harmoniert. Ja, ich fühle mich verbunden. Ja, ihr denkt bitte auch an das Tippspiel. Ihr sollt uns natürlich schreiben, was ihr glaubt, ob dieser Fluch gebrochen wird. Ein R davor für das reale Match, ob es Ingolstadt vielleicht schafft. Oder ein F davor für unsere FIFA-Begegnung. Alle, die hier mitmachen, die werden dann am nächsten Bundesligaspieltag im Video erwähnt. Und vom 10. Bundesligaspieltag sind wir euch ja noch die Auswertung schuldig. Das gibt es nachher. Gestern haben wir das gar nicht gemacht in der Partie Leverkusen gegen Leipzig. Oh. Und heute gibt es ja noch Darmstadt gegen Ingolstadt. Ja, das seht ihr gerade. Dann Dortmund gegen Bayern, das Spitzenmatch. Ganz klar, das haben wir auch für euch im Petto. Morgen erste und zweite Liga. Das wurde sich ja mal gewünscht. St. Pauli gegen Düsseldorf. Damit beginnen wir am Sonntag. Oh, was? Das war sauber? Ja, was denkst du denn? Dann außerdem noch Hoffenheim gegen den HSV und zum Abschluss Bremen gegen Frankfurt. Und wem das immer noch nicht reicht, mein Gott, jetzt, ich kann heute auch nicht mehr sprechen. Nee. Wem das immer noch nicht reicht, der schaltet am Montag einfach wieder ein, weil da haben wir dann Kaiserslautern, die in München bei 1860 zu Gast sind. Und die Partie hat es auch in sich, das kann ich euch jetzt schon sagen. Ja. Ja, ich glaube, ich habe einen Verletzten, der ist nämlich liegen geblieben. Ja, finde ich gut. Ja, dass du das gut findest, war mir klar. Dann hole ich da endlich wieder ein bisschen auf. Schöne Drehung, so Darmstadt, komm. Ich will den nächsten Sieg feiern, meinen Vorsprung ausbauen hier in der Statistik. Erste Bundesliga, aber es gibt erstmal eine Ecke. Das Tor sieht, irgendwie sieht das Tor komisch aus. Das sieht, ja, das vom das guck Tor dir das mal an. Ja, so guck dir das mal an. Da, verletzt der, klasse. Oh, Tor. Warte. Warte. Kurz. Nein. Ja. Oh. Ah, der ist doch drüber gefallen. Mann. Aber es gibt Gelb. Gelb für mich wahrscheinlich. Ja. Ja, eine gelbe Karte fehlt mir ja noch, fällt mir gerade ein, bis ich die 100er-Marke habe. Ich glaube, das wird kein Problem. Oh, wäre der reingegangen, ne? Ich schwöre, ey. Das wäre richtig geil. Ich habe es versucht, hat leider noch nicht geklappt. Oh nein, das wird die gelbe. Das wird Oder vielleicht rot. Nee, doch, rot. Ich wollte doch die 100. gelbe. Ja, jetzt hast du 25 rote, glaube ich. Ach Manu. Hast du sehr gut gemacht. Darmstadt in Unterzahl. Wir hatten schon länger keine rote Karte mehr. Nee. Ah, das wird jetzt natürlich schwer. Ingolstadt! Drin! Was ein Schuss! Was ein Brummer! Der ist durch die Hände des Torwarts geflogen. Der hat keinen Arm mehr. Der muss aufgeben. Das war ein Strahl. Und endlich schieße ich mal wieder ein Tor. Endlich! Ingolstadt rastet aus. Die freuen sich riesig. Hat der Trainerwechsel vielleicht etwas gebracht? Ja, Mucke ist jetzt Trainer. Ja, da läuft es. Guck mal, hier mit der Hacke. Ja, und dann da oben war die Lücke, zack, und was ein Strahl. Und das ausgerechnet gleich nach der roten Karte. Das ist natürlich richtig ärgerlich. Oh ja. Und weiter geht's. Ja, komm. Den Anschluss kenne ich mittlerweile. Weiter. Renn ich erstmal gerade daneben. So, macht man das. Er rennt. Da ist eine Lücke. Und das ist 2:0. Wie hat er das denn gemacht? Ich hab gesagt, da ist eine Lücke. Verdammt nochmal. Mucke als Trainer. Ich glaube, ich habe jetzt gleich so unter den Kombi stehen. Willst du bei mir anfangen hier so? Da glaube ich eher nicht. Bei Barfuß Bethlehem 0809 ist noch ein Plätzchen frei als Trainer.
Ah, oh, scheiße. Bei der Spielvereinigung Grüner Harz ist auch noch ein Platz frei. Also man will mich überall. Es ist eine kalte Dusche jetzt für Darmstadt. Aber da werden Erinnerungen wach. Ja. Komm, weiter. Aber keine guten für mich. Nee. Das habe ich nämlich jetzt einige Male gehabt und ich habe es nicht nach Hause gebracht. Das stimmt und ich hoffe, das wird auch heute wieder so sein. Ja, jetzt. Jetzt ist aber... Ich hab's geschafft. Ja, jetzt müsste aber Karte 100 auftauchen. Ja, wahrscheinlich konnte ich deshalb jetzt gerade nicht so gut spielen. Ich wollte erstmal diese Bestmarken hier aufstellen. Ja, das war mir klar. Ich weiß gar nicht, wie viele gelbe Karten ich habe, aber... So circa die Hälfte, glaube ich. Ungefähr. So, Wedenski hat die... 100. gelbe Karte für Tom Philipp Zenker geholt. Wow. Das ist cool. Das rührt dich wahrscheinlich zu Tränen. Ja. So, jetzt totaler Angriff. Ich mache jetzt auch ein bisschen offensiv hier. Komm. Oh, super dazwischen. Oh, was ein Traumtor. Traumtor. Hey, was ist das? Traumtor mit der Latte! 3:0! Du hast hier, ich hab's gesehen, man sieht es optisch, du hast die andere Tore aufgestellt und irgendwas stimmt dann. 3:0, Ingolstadt schießt sich den Frust aus der Seele. Guckt euch das an! Baff! Zack, boom, drin. Was macht der Torwart da? 3:0, wann habe ich das letzte Mal so hoch geführt? Das weiß ich nicht mehr. Oh, das war doch irgendwas zu den Anfängen. Das waren doch die Anfänge. Obwohl, ich glaube, am 9. Spieltag, da hattest du mich, glaube ich, auch abgeschossen. Ja, also ist schon was her. Mhm. Oh, wieder super gespielt. Ach, schade, da hat er gerochen. Weiter. Kämpfen! Ey! Komm, zieh durch! Nein! Vorlegen, schön, Schuss! Gut gehalten. Haben wir nicht mehr, aber Ecke. Aber Ecke. Wir machen eine Ecke rein. Komm, wir machen jetzt eine Ecke rein. Nein. Das war stark. Nein, rennt der vorbei! Zurück. Da stand keiner mehr! Schöne Drehung, Schuss! Im zweiten und Schuss! Oh! Der ging weit weg. Aber ein schönes Skyline habe ich jetzt hier im Hintergrund gesehen. Das sah gut aus. Komm. Klasse. Oh, klasse. Oh, 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 oh. Und langes Eck. Oh, du bist doch langes Eck. Langes Eck. Ey, das war super gestört. Da am Start. Das war so, als hätte ich gerade geschossen. Ja. Also ich meinte jetzt in Real Life. Ach so. Ja, das auch. Kein Abseits. Das war kein Abseits. Boah. Super gemacht. Schön, weiter. Komm, schnell. Oh, doch. Ach, so ein Scheißpass. Klasse. So, wer hat Ball? Naja. Du. Ich hab damit gerechnet und mach's trotzdem nicht. Oh, schöne Drehung. Sehr gut. Sehr gut! Yeah. 3:1. 4 Tore in einer Halbzeit. Halleluja. Ah. Ja, beide Mannschaften brauchen die Punkte. Ganz klar. Ja, ne? So, das ist... Um die Existenz. Man will nicht absteigen. Das hier ist Abstiegskampf. Ja. Definitiv. Zulu hat also, das Tor gemacht. Genau. Darmstadt... Nach dem Schock, rote Karte und dann 3 Gegentore, hat sich das in den letzten Minuten verdient. Ne? Mehr Ballbesitz hatten wir da dann. Druck ausgeübt. Mal abwarten, wie das jetzt insgesamt aussieht. Darmstadt sogar mit mehr Schüssen und mehr aufs Tor. Boah, du mehr Ballbesitz, mehr Zweikämpfe, ich mehr Fouls, gelbe Karten ausgeglichen. Ich habe eine rote und einen Verletzten, habe ich auch hinbekommen. Ecken 3:1, Schussgenauigkeit bis bei 100%. Ganz starker Wert, Passgenauigkeit. Liege ich vorne. Und ich bin gespannt, wer bisher bei euch beim Tippspiel hier richtig
abgestimmt hat. Mal abwarten, wie sich das Ergebnis bis zum Ende noch verändert. Jetzt hier die Auswertung vom 10. Bundesligaspieltag. Mitgemacht hat Hertha Berliner, Younes, Limo Wolf, Petrik, Tim, Phil und Johannes. Und es war ein richtig enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Mit einem Punkt Vorsprung hat Phil gewonnen und dahinter waren Petrik und Tim. Also es war richtig, richtig spannend hier im Dreikampf bei euch beiden da vorne. Mal abwarten, wie es am, ja, an diesem Bundesligaspieltag wird. Wir machen weiter und ich hoffe, wir erzählen weiter schön viele Tore. Mucke wechselt erstmal aus. Ja, erstmal den Verletzten vom Feld nehmen. Mhm. Der war schuld an das 3-1, wenn ich mich nicht verguckt habe. Komm. Na. So, liebe Ingolstädter, macht genauso weiter. Darmstadt macht auch so weiter wie beim Anschlusstreffer. Na, Anschlusstreffer noch nicht, aber als sie ein bisschen verkürzt haben. Schön, gut. Oh, das war stark. Ja, oh, da muss man. Ich wollte gerade schießen, weißt du? Oh, das war gefährlich. Hätte ich den erwischt, hätte ich nochmal rot gesehen. Oh. Essig hat gefangen. Esser, Entschuldigung. Ich und meine Namen. Ja. Komm, 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 da! Genau! Oh, der kommt perfekt an. So sollte er. Ja! Ja! Da geht der rein. Ich glaub das nicht. 3-2. Ich hab schon 3-0 geführt. Die Erinnerungen werden wach. Es wird wieder spannend, trotz Unterzahl. Aber ich habe gesagt, da unten will ich ihn hinhaben. Und dass der Ball so geil da ankommt, hätte ich nicht gedacht. Ich habe Angst, ich habe Angst. Darmstadt lebt noch. Egal ob ein Mann weniger. Jetzt haben wir 2 Tore erzielt. Oh, das wird ein spannendes Spiel hier. Oh ja. Oh, und jetzt Ingolstadt. Oh, das war so schön gespielt. Komm, komm, komm. Gasio! Alter, was ist denn da los, Leute? Aber ein bisschen lang. Hätte ich nochmal, glaube ich, dann zurücklegen sollen. Naja, okay. Weiter geht's. Tanks vertan. Oh, wir dürfen jetzt auch nicht zu offensiv sein. Oh, schön Platz. Ganz viel Tempo. Weg damit! Jawohl, da ist das 4-2. Oh. Meine Güte. Was für ein Match. Das ist ein reines Torfestival. Meine Frau schreit, meine Frau jubelt im Hintergrund. So muss das. So, 4-2. Ich hatte schon Angst. Da kommt eine deftige Erinnerung hoch. Ja. Und wir haben noch einiges zu spielen. Ja. Wir sind erst in der 60. Minute und es sind schon 6 Tore gefallen. Das könnte ein neuer Torrekord werden. Ich glaube, unser Torrekord insgesamt in einem Spiel sind 7. Oh, Mist. Ich kann mich daran erinnern, dass wir jetzt 2-mal irgendwie 5-2 hatten. Ja, das kann, ja, stimmt. So, jetzt, oh, was ist denn hier so Platz? Gut so, komm, steh auf. Oh. Ganz stark. Ah, aber gut gestört. Ja. Nein, ja, nein. Ja. Zulu. Oh. Boah. Alter. Er hat es aufgegeben. Er hat nicht weitergemacht. Alter. Dass der Ball unten war. Er hätte ihn nur noch reinschieben müssen. So ein Idiot. Das war aber haarscharf. Das hätte es 3-4 sein müssen. Ja. Ja, über außen. Alter. Nein! Was ist das für ein Match hier? Leute! Oh. Schaut euch das an. 7 Tore. Darmstadt lebt und hebt. Und dann noch mit Pfosten. War das noch Pfosten? Ja, war Pfosten. Zack. Ja, war Pfosten rein. Okay, weiter. Weiter geht's, Alter. 4-3. Ist das eine Partie? Das nennt man Abstiegskampf. Ja, das ist richtig krass. Aber wir dürfen wieder nicht ganz so blöd defensiv stehen. Müssen wir aufpassen. Ja, gut. Ah, das war natürlich zu gut. Oh, damit habe ich nicht gerechnet.
Ball laufen lassen. Klasse. Oh, und jetzt mit Tempo. Alter. Oh, mit Tempo. Ey, was? Das war gezogen. Ey, oh. Ist der blind? Alter, das hätte doch Elfmeter geben müssen. Nein. Richtig schön festgehalten. Ich konnte nicht schießen, weil du mich weggezogen hast. Ja, hab ich doch gern gemacht. Ja. Boah, was für ein Match. Meine Güte, meine Güte. Ja. Hä? Wo ist der Ball? Wo ist der scheiß Ball? Weißt du es immer noch nicht? Nee. Oh, noch 15 Minuten knapp zu spielen. Oh, super gestört. Komm. Aufpassen. Zieh durch! 5:3! Yeah! Scheiße. Geht doch! Und damit haben wir einen offiziellen neuen Rekord in einem Spiel an Toren. 8 Stück. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weil das ging ja gestern ganz anders los, am Freitag. Das war eher voll Krampf und Kampf. Aber das hier... Ich glaube, mein Mikro ist gerade ausgefallen. Hörst du mich noch? Ich höre dich noch. Okay, ich höre dich nur noch auf einem Ohr. Ich muss gleich mal ein bisschen rumschrauben. Aber erstmal weiter, 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 weiter. Deckel drauf machen. Jetzt ist Zeit für den Deckel. Nein! Ja. Ich hab gesagt, da ist Zeit für den Deckel, Mensch. Komm. Oh. Ja, weiter, weiter. Nein, da oben ist er. Verdammt. Traumhaft! Traumhaft! Scheiße. Zieh, 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 zieh. Nein! Ja! Und da ist er doch drin. 6:3. Nein. Oh nein. 6:3. Das hat Darmstadt nicht verdient. Oh, herrlich. 9 Tore in einem Spiel. Oh, das jetzt, tut so weh. Das tut so weh. Jetzt müsste ich noch ein Tor schießen und ich habe allein den Rekord an mit der Hacke. Ja. Noch ein Tor und dann haben wir den höchsten Sieg, weil noch keiner von uns hat 7 Tore geschafft. Du hattest 6 schon. Aber 7 hatte noch keiner. Wie lange ist dafür noch Zeit? Auch ein paar Minütchen habe ich noch. Leute, lauft nach vorne. Oh, lenkt ihn doch in die... Und Zulu, von dir kriegt doch gelb. Wofür auch immer. Das ist mir jetzt egal. Oh, bist du denn? Du kannst das doch nicht vertändeln. Lauf, lauf. Im Notfall kassierst du rot, okay? Nein! Abseits? Abseits. Ach, nee, scheiße. Hol ihn den Ball, hol ihn den Ball. Komm, komm. Hüa! Super Seitenwechsel. Ich hab gedacht, ehrlich, der fliegt weg. Oh. Oh, die Kräfte lassen jetzt nach. Merken wir jetzt die Unterzahl. 3 Minuten Nachspielzeit. Ey, wir haben so gekämpft. Jetzt hau ihn da um. Und da ist das 7:3. Neuer Rekord. Nein. Ich hab die meisten Tore geschossen in einem Spiel. Bang, rang, ding, dong. Bang, rang, rang, ding, ding, dong. Dang, rang, rang, ding, ding, dong. Ey, das tut so weh. Wir haben so gekämpft. Oh, ist das traurig. 7 Stück. 10 Tore insgesamt, das ist brutal hart. Und das Ende. Ja. Oh, ist das traurig. Wow. Darmstadt hat sich so zusammengerissen und am Ende ist man doch komplett untergegangen. Ja, das lag halt daran, dass Mucke sich jetzt für das heute Abendspiel schon mal warm geschossen hat. Ja, das merkt man. Oh, traumhaft. Ich hab mir den Frust aus der Seele geschossen. Ingolstadt gewinnt also endlich und Mucke auch nach langer Zeit und das wirklich sehr überzeugend. 7:3 von den Schüssen her habe ich sogar mehr aufs Tor, du mehr Ballbesitz und mehr Zweikämpfe, ich mehr Fouls, mehr gelbe und rote Karten. Ein Verletzten hattest du, abseits 1:0, Ecken 4:1, Schussgenauigkeit bist du besser, Passgenauigkeit ich ganz leicht, das sind sehr gute Werte. Ja, meine Güte, das war ein Kracher, also... Wow. Ich bin gespannt, wie es heute Abend weitergeht. BVB gegen Bayern München. Das wird nämlich der nächste richtige Kracher. Oh, ja. Ich freue mich darauf, wenn ihr dabei seid. Verpasst es bloß nicht. Und ja, bis später. Tschüss. Tschüss.